Was für eine Woche. Erst den Aufstieg in die Regionalliga, dann deutscher Polizeimeister und dann den Abschluss vor einer Kulisse von über 3000 Zuschauern. Micky Brunner, das ist doch die Krönung einer wunderbaren Saison, oder? Ja, absolut. Traumhaft. Also heute auch noch. Ich sag jetzt mal, ja, ist klar. Hör auf jetzt! Hatte ich schon so viel. Trink lieber! Wir wollten hier erfolgreich spielen, das heißt, wir wollen auch als Tabellenführer in die oder die Runde beenden. Das haben wir getan. Ich glaube, wir haben gerade nach Beginn der zweiten Halbzeit sehr dominant gespielt, hatten Riesenchancen, haben die leider nicht gemacht. Gut, wichtig war auch, dass wir keins kassiert haben. Die Mannschaft hat heute nochmal alles reingeworfen. Das waren, glaube ich, drei ganz harte Tage, auch vom Feiern her. Aber wie die Jungs das hier heute gemacht haben, dass sie nochmal reingehauen haben, dass sie gut Fußball gespielt haben, haben versucht, hier wirklich alles rauszuholen aus sich. Und wie gesagt, und dann wird das gekrönt mit einem absolut geilen Aufstieg und vor so einer Kulisse traumhaft. Wir freuen uns alle. Ja, Henke, Sie haben heute schon mal einen Vorgeschmack auf die nächste Saison bekommen. Ja. Ein Spiel vor 3000 Zuschauern, haben Sie das diese Saison schon angesagt? Nein, also das Maximal war, glaube ich, 1700 gegen Dassendorf, glaube ich, im Eröffnungsspiel. Aber phänomenal einfach. Ich muss sagen, also dieser Stadtteil lechzt nach höherklassigem Fußball. Und die Leute haben auch keinen zum Teil Bock mehr auf HSV oder St. Pauli oder wie auch immer die Vereine heißen. Und man sieht das ja, was hier los ist. Ja, Lennart Weidner, erst eine überragende Saison gespielt, dann noch einen obendrauf und in der Aufstiegsrunde in drei Spielen kein Gegentor kassiert, obwohl es wirklich ein hartes Stück Arbeit war, auch gerade für den Torwart. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie war es heute mal für über 3000 Leuten Fußball zu spielen? Ja, ist ja immer noch was Besonderes, ne? Also 3000 Zuschauer, ich weiß nicht, waren es genau 3000? Ja, also ist natürlich überwältigend und ja, ich hoffe, dass wir das natürlich nächste Saison das eine oder andere Mal nochmal mehr haben, von der guten Kulisse zu spielen und ja, dass man zu null durch die Aufstiegsrunde geht. Also ich finde, dass ich nehme mich ja mal ein bisschen raus, weil ich finde, dass wir einfach so gut verteidigt haben in allen drei Spielen mit purer Leidenschaft. In jeden Ball haben wir uns reingeworfen, besonders in den ersten beiden Spielen, was wir da noch verteidigt haben, Wahnsinn. Und ja, da haben wir vorne eiskalt zugestochen und so steht dann der Aufstieg, ne? Herr Max Stolzenburg, das ist das Finale einer wunderbaren Saison letztlich. Wie fühlt es sich an, wenn man nächste Saison Regionalliga spielen darf? Das ist auf jeden Fall ein überwältigendes Gefühl, muss ich sagen. Bin ja jetzt noch jung und spiele zum ersten Mal Regionalliga. So. Herren ist natürlich überragend. Ne? Also das ist ein geiles Gefühl und ich freue mich richtig. Ja, wie gesagt, es ist fast nicht in Worte zu fassen. Hier die ganzen Fans und überragende Kulisse. Ne? Also stark. Ja, es sind wirklich wunderbare Fans. Haben Sie in der Saison schon mal so eine Kulisse gehabt von 3000 und mehr? Von 3000 mehr leider noch nicht, aber ich hoffe, das wird sich in der Regionalliga-Saison ändern. Aber ich bin natürlich dankbar für jeden Fan. Und wir haben es auch schon mal geschafft, 2000, 1000, das ist einfach geil. Also ich finde es einfach super, das habe ich noch nie in meiner Fußballkarriere erlebt, so viele Fans generell, also das ist überragend, geil. Ja, Florian Steis, vor 3162 Zuschauern ein großes Finale. Zum Abschluss der Regionalliga-Aufstiegsspiele. Wie war es, vor so vielen Zuschauern zu spielen? Also grundsätzlich macht das immer Spaß, vor so vielen Zuschauern zu spielen. Und wir sind auch echt froh darüber, dass das nicht nur ein entscheidendes Spiel war für uns, sondern dass wir hier auch so ein bisschen das zelebrieren konnten, hier aufzulaufen, auch mit den anderen Fans zusammen. Oh! Mit den anderen Fans zusammen das zu genießen. Und ja, ich hätte das Bier natürlich lieber getrunken, aber ich hätte das auf dem Kopf. Also wie gesagt, wir zelebrieren das, wir freuen uns darüber, dass die andere Mannschaft auch aufgestiegen ist. Wie man sieht, die haben großartige Fans, die haben richtig Stimmung gemacht, die Jungs. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auch schon nächstes Jahr hier zu stehen. Und mal gucken, wenn es um Punkte geht, wer dann hier als Sieger vom Platz geht. Also nochmal grundsätzlich Lob und Anerkennung an die gesamte Mannschaft, an das gesamte Team.
Was wir dieses Jahr geleistet haben, wie gesagt, das ist ja nicht ohne Grund, dass in Neutin über die lange Zeit nichts passiert ist, was den leicht höheren Fußball angeht. Wir haben eine geile Saison gespielt, jetzt haben wir erstmal 3-4 Wochen Pause und dann greifen wir erneut an. Mal gucken.